Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Letzte Folge waren wir ja nicht wirklich erfolgreich und das kotzt mich gerade immer noch so ein bisschen an. Aber diese scheiß Hunde, ich hab's irgendwie vermutet, dass in diesem Gebäude irgendwas mit Tönen zu schaffen ist. Aber naja, gut, wir sind Gott sei Dank nicht ganz so weit weg von zu Hause wie beim letzten Mal. Und wir haben ja Gott sei Dank auch noch ein schönes Minibike, mit dem wir uns fortbewegen können. Von daher werden wir in Kürze wieder bei diesem Haus sein und dann hoffentlich den letzten Hundekram erledigen. Ja, das bringt einem nicht viel, wenn man so überhaupt gar nichts sehen kann, dass man noch nicht mal irgendwo einen Ausweg findet, um sich dann schnell in Sicherheit zu bringen. Also das ist, finde ich, leider immer noch ein bisschen extrem. Ich meine, wenn das ich draußen unterwegs bin und mich Zombies oder Hunde hauen und ich sehe dann nichts und muss erst eine Bandage nehmen, da habe ich ja kein Problem mit. Das kriege ich hin, alles gut. Aber jetzt hier in dem Falle, in einem geschlossenen Raum, in einem geschlossenen Gebäude, ist das echt für den Arsch. Kann ich ja eigentlich auch so das Licht ausmachen? Nee. So, wo ist es denn? Das hier vorne. Das hätte ich jetzt gerne einmal aufgenommen. Und auch tatsächlich hier drin untergebracht. Beziehungsweise, was habe ich denn? Ich glaube, Splinte kriege ich gleich sowieso noch. Ich glaube, ich bin dann hier reingelaufen. Okay, hier kamen die Türen her und deswegen kriegt man diese Scheißtür auch nicht zu. Damit man halt eben hier so reinläuft. Meine Fresse. Wir bringen jetzt erstmal den letzten Kram nach vorne und dann sehen wir jetzt hier mal weiter. Ich bin ja, wie man sieht, total überladen und auch echt fertig. Die letzte Folge hat schon ein bisschen, ja, ich hoffe, dass da, auch wenn das wahrscheinlich nicht eintreten wird, die Alpha 18 vielleicht ein bisschen ausgewogener wieder wird. Was auch Gebäude-Looten angeht und sowas. Also ich finde das schon echt extrem, dass man nur noch die Wahl hat zwischen... Moment. Ich kann nicht gleichzeitig reden und sortieren. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Wo habe ich denn die Schaufel her? Habe ich die gefunden? Irgendwo muss da auch noch Le Knüppel hin. So, welche war denn meine Knarre? Ach, eigentlich die hier, ne? Dann machen wir das doch so. Und nehmen jetzt einfach die hier. Und machen da die beiden Sachen rein.
also ausgewogener wird, dass man nicht nur die Möglichkeit hat, also dass man auch wieder mehr normale Gebäude hat, die man looten kann, anstatt halt eben dieses immer wieder gleiche Schema von irgendeinem, na sag schon, kriege ich jetzt hier wieder so ein bisschen was weg, ah, gut, also dass man immer nur Maces hat, durch die man sich durchkämpfen muss, sondern dass es auch einfach mal wieder ein bisschen normale Häuser gibt, die man looten kann, anstatt dass es immer gleich wieder so ein extremes Dingsbums hier ist. Wie viel soll ich denn noch davon einsammeln, von diesen Steroiden? Und ohne Händler macht uns das Ganze keinen Sinn, weil der will das ja auch irgendwann nicht mehr haben. Oh. So, das war es jetzt hier hoffentlich erstmal so hundetechnisch. Ach, hier sind wir eben unten. Das, was ich oben mit Woodframes zugebaut habe. Ja, ja. Die ich Troll übrigens wieder mitnehmen kann. Aber was soll ich die hier liegen lassen? Das ist ein normaler Boden, der nur so aussieht, als wäre das, ne? Dings. Bums hier. Stroh. Vielleicht noch irgendwo was versteckt hinter. Da ist noch ein Raum. Ja, ich würde auf Nummer sicher gehen, dass da keine Geheimverstecke irgendwie sind, wo sich noch toller Loot drin verstecken könnte, nachdem es mich jetzt hier das schon wieder das Leben gekostet hatte. Da das hier ja so ein beliebter Eingang ist, mache ich den lieber einfach mal zu. So, das Bad, da waren wir drin. Achso, das ist der Raum hier. Ja gut, dann würde ich mal fast behaupten, sind wir durch mit dem Ding hier, ne? Hier oben haben wir ja alles gelootet. Hier ist das Büro. Reingucken oder hintergucken. Ich glaube zwar nicht, dass sich da was versteckt, aber man weiß ja nie, nicht? Das gleiche gilt für hier oben drauf. Seht ihr? Tada! Immer noch mal 4 Shotgun Shells. Also mir steckt die letzte Folge tatsächlich immer noch in den Knochen. Das ist erschreckend. Hm, da komme ich so nicht dran. So, hier noch irgendwas drauf vergessen, dran vergessen. Runterfallen möchte ich da jetzt nicht. So von wegen Beinbruch und so, ne? Aber gibt es von hier aus vielleicht irgendwas Interessantes noch zu sehen? Da könnte sich... Oh! Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ein Schneebiom? Irgendwo hatte ich noch einen Woodframe. Den hätte ich nämlich gerne mitgenommen. Dann... Ne, hier möchte ich nicht runter. Achso, er grummelt darum. Hm, schade. Dann grummel doch mal.
So, die Waffe ist nachgeladen. Ja, das sieht sehr nach Schneebiom aus. Und dann fahren wir in diese Richtung noch einfach auch mal weiter. Booby Trap. Endlich, Leute. Endlich ein Schneebiom. Ich hätte nie gedacht, dass wir das tatsächlich mal finden werden, aber hier ist es. Ein Schneebiom. Ich brauche es zwar nicht, aber ich muss es ja leider. Gut, das ist ein Dingens. Für meine Quest. Aber es wird nicht umsonst gestorben sein, weil es gibt lecker Essen. War das dein Wildschwein? Das tut mir leid. Dann muss ich dann kommen. Damit dich das nicht vermisst, das kleine Schweinchen, kannst du ihm jetzt einfach nachfolgen. Dankeschön. Mal gucken. So, nehmen wir das Messerchen mal wieder in die Tasche. Und was ich jetzt ganz dringend haben möchte, sind hier dementsprechend nicht des Holzes wegen, sondern der Baumsamen, damit wir endlich zu Hause auch weiße Tannen pflanzen können. Oh, wie lange habe ich drauf gewartet? Endlich ein Schneebiom, meine Fresse. Da gab es schon mal zwei, das ist schon mal nicht schlecht. Kann man wenigstens kurz zwischen den Schlägen mal auf die Karte gucken. Und Erfahrungspunkte bringt das auch nochmal. Wie fahren wir jetzt? Nochmal zwei. Komm, dann soll es der Baum hier nochmal gewesen sein. Ich gucke aber nochmal in den Müll rein, wenn der hier schon mal hier so rumliegt. Ist nichts drin. Bist du ein Stein oder bist du eine Tasche? Oder bist du ein Stein? Endlich ein Schneebiom. Nein, wie schön. Ach, ich freue mich. Können wir auch endlich hier, ne? Weiße Tannenpflanzen und so. So. Aber den Schnee möchte ich nicht mitnehmen. Hier sind sie doch. Blue Dingsbum Seeds. Okay, dann hatte ich irgendwo ein Minibike. Das müsste hier vorne rumliegen. Und dann würde ich gerne jetzt einfach mal tatsächlich trotzdem noch mal so ein Stück in... mach mal so diese Richtung fahren. Wo wäre das denn dann da? Mir ist ein bisschen kalt. Ja, wer hätte das erwartet im Schneebiom, ne? Passiert. So viele Steine, die hier rumliegen. Was für ein weitläufiges Schneebiom. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das nochmal finden. Und jetzt schneit es auch noch. Ach, wie schön. Jetzt ist mir schon noch ein bisschen kalt, ne? Da ist ein Hirsch oder ein Reh oder was auch immer das sein soll. Wie viel kalt haben wir es denn gerade eigentlich? 3 Grad nur. Das ist aber wirklich sehr kalt. Und seit wann ist das so dunstig im Schneebiom? Ich glaube, ich sollte jetzt dann doch mal wieder Richtung Nicht-Schneebiom fahren. Weil wenn dieser komische Kältezapfen da schon so vor sich hin blinkt, ist das eigentlich kein gutes Zeichen. Da drüben geht die Sonne auf, unter. Sieht irgendwie auch cool aus mit dem Frostrahmen und so. Wisst ihr was, dann gehen wir jetzt hier mal durchs Schneebiom Gas, wobei das endet ja hinten auch schon wieder. Huch. Was ist das?
für ein Gebäude? Bitte nicht gegen Stein fahren, danke. Kenne ich dich? Ach so, das ist so ein Wasserwerk oder irgendwie sowas, ne? Ja. Ja, da wird es mir doch gleich wieder viel wärmer ums Herz. Und auch gleich wieder viel dunkler. Komme ich hier irgendwo raus? Hier sind aber viele Schrottplätze. Und nirgendwo das Gebrauchtwarencenter von Titus Jonas. Hm. Okay, hier war ich schon mal, glaube ich. Ich sehe nichts. Vor lauter Tannen. Also das ist ja schon tagsüber ätzend, aber nachts ist dieses Gestrüpp ja sowas von furchtbar. War ich da schon mal drin? Ich weiß es nicht. Sieht so offen aus, ne? Ach, hier ist der. Dingsi. Das können wir benutzen. Das auch. Ich glaube, hieraus kann ich was kochen. So, Moment, dann zerlegen wir das mal. Noch irgendwas, was ich hier... Water Purifier Schematik. Hieraus hätte ich jetzt... Achso, die kann ich... Moment. Wir machen das so, wir machen das so. Die Suppe. Ja, die Tante wird mich da gleich gesehen haben. So, Dankeschön. Kann ich aus diesem Rucksack heraus vielleicht auch was... Komm, ich mache jetzt mal die kurz da rein. Und hieraus hätte ich jetzt gerne Verbände gemacht. Und dann nehme ich die zwei noch mit und dann liegt halt eben hier das Fett. Dann ist das so. Gut, das war das. Mensch, jetzt haben wir endlich Schneebiome gefunden. Das heißt, nach oben haben wir Schnee, nach unten haben wir Wüste. Das trennt sich ja ganz gewaltig gut. Dann können wir den Drop nämlich auch löschen. Der Drops ist gelöscht. Und jetzt möchte ich gerne Zeug nach Hause bringen und ein bisschen Wunden lecken, wie man so schön sagt. Weil bei Nacht gibt es ja leider nicht allzu viel zu sehen. Und deswegen fahren wir mal wieder gen Heimat und bringen den ganzen Scheiß beiseite. Huch. Fast 90 Grad Steigung hier. Also den Straßenplaner möchte ich mal gerne sehen, der sich das ausgedacht hat und der Meinung war, wäre eine gute Idee. So, wie geht's denn meinem Minibike so grundsätzlich? Oder meinem Motorrad? Ist ja kein Minibike. Mein Motorrad. Ja, 90%. Das hier ist dann bestimmt... Was ist das denn hier? Bestimmt irgendwie das Kino oder sowas, ne? Achso, diese Veranstaltungshalle. Ja. Kenn ich. Ne, das ist ja nochmal actionreich vor der Alpha 18, je nachdem wann sie denn dann und ob sie denn dann kommt. Scheiß Bäume hier. Mal gucken, ob wir jetzt die Fackeln sehen können, die ich oben drauf gesetzt habe. Ja, guck mal. Schön, kann man schon von Weitem sehen, wie nett. Doch, das gefällt mir sehr gut.
So, jetzt schon mal ein bisschen langsamer werden hier. Wenn wir hier so einparken. Weil ja einer der doofen Zombies hat mir ja hier die Straßenlaterne weggehauen. Nee, ich wollte eigentlich nur ran. Bitte. No, viel habe ich ja nicht mitgekriegt, aber gut. Oh, mal wieder zu Hause. Hier waren wir ja quasi vor kurzem erst. Oh, schöne Tapete. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Ach nee, bitte erstmal irgendwas nehmen, was nicht brennt. Gehen wir mal in Essen rein. Haben wir nämlich hier noch einiges an Dosenfutter, nochmal richtig schönes Fleisch. Noch irgendwas Essenstechnisches, was ich hier unterbringen könnte. Nö. Trinken. Trübes Wasser hätten wir hier noch. Leere Gläser, sehr schön. Ansonsten trinken technisch war es das dann, glaube ich, auch schon wieder. Hier kommen die Steroide. Die kann ich gleich hier in die Kiste packen und für den Händler zum Verticken. Das gleiche gilt für den Helm. Das hier, der Compound Bow, bringt 24. Ne, das tut nicht Not. Dann haben wir hier noch Munition. Was auch immer das ist. Hier ist noch was. Meine Schrotflinte, da habe ich hier noch eine lustige Magnum, hatten wir vorher noch nicht. Ein Raketenwerfer. Meine andere Pistole. Unter Werkzeuge noch eine schöne Stahlschaufel. Kann sein, dass wir die vorher im Auto hatten. Ich weiß es nicht. Im Motorrad hatten. Das ist ja mein Werkzeug hier. Kleidung, Lederstoff, da kann der Helm noch mal rein und die Dingens. Unter Zeug würde ich dann Knochen und die Challenge packen. Ansonsten die Samen tun wir da auch erstmal rein. Boah, so viel. Hier, was soll ich mit so viel? Das ist ja... Ich nehme 10 Stück mit und der Rest, der bleibt einfach mal hier. Also wie der Kram hier. Zack. Achso. Troll. Kann das ja dann noch reinpacken. Hier dann noch die Tokens. Hier drüben bei Supply. Bitte das hier. So, damit das hier bitte wieder ein wenig sortiert. So viel Schuss verballert für nichts und wieder nichts. Wegen dieser doofen Hunde, ey. Ah, ja, dann können wir das auch gleich reintun. Und dann haben wir hier noch dieses... Was kann es denn eigentlich? Rezepte. Water Purifier. Purifies any water consumed while installed in your helmet. Purifier, ist das ein Wasserfilter? Das heißt, ich könnte dreckiges Wasser trinken, ohne dass mir was passiert, oder wie? Hm. Also, ne, wenn euch das irgendwas sagt, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Es würde mich mal interessieren. Dann, ja gut. Ich brauche es ja eigentlich nicht, weil ich habe ja genügend sauberes Wasser, aber... Ich glaube, ich habe nur hier ein Mess... Ne, da habe ich auch keinen Messbecher drin. Okay, das heißt, mir fehlt tatsächlich ein Messbecher. Schade, 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 dass man sich den auch nicht herstellen kann. Das ist natürlich doof, ne? Messing? Nee, wie heißt denn das Ding auf Englisch? Steht da auch nicht. Och, ich komme nicht drauf.
Gut, dann holen wir jetzt nochmal den letzten Rest vom Schützenfest. Kurz aufsteigen, Licht ausmachen, damit das hier nicht noch weiter Strom frisst. Nein. Ich möchte nämlich hier gerne das wieder reinpacken und das wieder reinpacken. Und das Motorrad dann dementsprechend eben ein wenig auftanken. So. Tür zu. Und wieder ab nach oben. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich sag Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.